Chondrite bestehen aus verschiedenen Komponenten, hauptsächlich natürlich Chondrin und Matrix. Dazu noch einige Neben- und Spurenkomponenten, wie vielleicht Metalle, CAIs, Presslagerkörner und so weiter. Eine große Frage ist jetzt, ob diese Komponenten sich alle in einem Volumen gebildet haben und innerhalb dieses Volumens haben sich dann die Mutterkörper akkretiert aus diesen Komponenten oder ob es in der protoplantaren Scheibe mehrere Volumen gab, in dem sich die verschiedenen Komponenten gebildet haben und die dann zusammengemischt wurden. Und diese Frage wird besonders debattiert auch in Bezug auf nur Chondren. Also haben sich Chondren in einem Volumen gebildet, vielleicht auch zusammen mit der Matrix, und dort haben sich dann die Mutterkörper akkretiert oder haben sich Chondren in verschiedenen Volumen in der protoplantaren Scheibe gebildet und aus den Volumen wurde dann der Mutterkörper zusammengemischt aus den verschiedenen Chondren. Wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, ist es sehr wichtig, sich auch mal damit zu beschäftigen, was bedeutet überhaupt Mischung und gibt es eigentlich, kann irgendwie unterschiedlich gemischt werden, was bedeutet Mischung in Bezug auf die verschiedenen Reservoire und so weiter. Und das möchte ich hier einmal ein bisschen durchsprechen. Zunächst mal muss hier vorausgeschickt werden, wenn es um solche Mischungen geht oder wenn wir diese Mischung betrachten, dass wir immer nur einzelne Meteoritengruppen anschauen. Also zum Beispiel nur CV-Chondrite oder nur CR-Chondrite. Beispielhaft sind es hier mal CV genannt, das ist ja nur schematisch. Der Grund dafür ist, dass die Chondren zwischen CR- und CV-Chondriten sehr verschieden sind. In CV-Chondriten sind die Chondrengrößen etwas anders als in CR-Chondriten. In CR-Chondriten haben die Chondren sehr viel Metall. In CM-Chondriten sind die Chondren sehr klein, sehr viel kleiner als in CR- oder CV-Chondriten. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass aus Bereichen, in denen sich CM-Chondrite gebildet haben, Chondren in Bereich gemischt wurden, wo CR-Chondrite waren, weil einfach die Chondren aus den unterschiedlichen Chondriten sehr verschieden sind. Also deshalb gucken wir nur eine Meteoritengruppe an und da die unterschiedlichen Meteorite, also bei CV-Chondriten vielleicht Allende, Mokoya, Kaba und so weiter. Also, jetzt gibt es vier verschiedene Fälle, die man hier angucken kann, wenn man sich mit Mischung beschäftigt. Die erste ist zunächst mal praktisch gar keine Mischung, sondern man hat eben ein Volumen, in dem sich Chondren bilden. Und diese Chondren akkretieren jetzt aus dem einen gleichen Volumen zu unterschiedlichen Mutterkörpern, die dann die verschiedenen Meteorite repräsentieren, also Allende, Kaba, Mokoya und so weiter. Das wäre eben die eine Möglichkeit, wo es im Grunde genommen ein Reservoir ist und noch keine Mischung. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, das ist auch noch keine Mischung, aber dazu geht es auch noch um ein Reservoir, es geht halt immer um die Frage Mischung oder keine Mischung. Das ist die zweite Sache, hier ist es so, dass jetzt jeder einzelne Meteorit aus einem anderen Reservoir kommt. Also Allende hat sein eigenes Reservoir, Mokoya hat sein eigenes Reservoir, Kaba hat sein eigenes Reservoir, Ankontren und so weiter. Was jetzt gemeint mit so Reservoiren, da hat man ein großes Volumen und da gibt es kleine Subvolumen, ja, wie wenn es eine große Wolke wäre, da gibt es dann kleinere Wolken drin oder sowas. Und in denen entstehen dann die Chondren, vielleicht auf leicht unterschiedliche Art und Weise, weshalb die in Mokoya, Allende und so weiter ein bisschen unterschiedlich ist. Und dann bilden sich eben die Chondren von Mokoya nur da und bilden eine Mutterkörper, die von Allende und da und bilden eine Mutterkörper und so weiter. Das ist, was hier in dem zweiten Modell dargestellt ist. Jetzt hat man mehrere Reservoire und da kommt dann die Mischung rein. Also bei dem im unteren Fall, hier links hat man zwar auch mehrere Reservoire im Grunde genommen, aber hat für jeden Meteorit nur ein Reservoir. Jetzt haben wir tatsächlich mal hier viele Reservoire. Ja, also wirklich vier Stück jetzt, wie in dem Fall. Und jetzt ist es so, dass aus allen Reservoiren in alle Meteorite was reingemischt wird. Also wir haben eine fröhliche Mischung von Chondren aus allen Reservoiren in diese Meteorite. Das ist eine Möglichkeit dieser Mischung hier. Und dann schließlich zum Schluss die letzte Möglichkeit. Wir haben wieder die verschiedenen Meteorite hier, also Mokoya, Allende, Kaba und so weiter. Aber Kaba hat jetzt drei Reservoire, aus denen sich, also drei Chondren-Reservoiren, aus denen sich der Kaba-Mutterkörper mischt. Dann hat Mokoya vielleicht drei oder vier oder fünf Reservoire, aus denen sich der Mokoya-Meteorit mischt. Und dann für Allende auch eine bestimmte Anzahl Reservoiren, aus denen sich
alleine zusammenmischt. Aber die Reservoire untereinander werden nicht gemischt. Das sind eigentlich die vier Möglichkeiten, die es an Mischung gibt. Es kann noch, soll noch dazu gesagt werden, dass die ersten beiden Möglichkeiten hier eigentlich sehr verwandt sind. Weil dadurch, dass es mehrere Reservoire gibt, also mehrere Kontrareservoiren, aus denen alle Meteorite gemischt werden, ist es zum Schluss praktisch so, als wären das nicht mehr Reservoir, sondern ist es wie, als wäre das ein Reservoir. In dem Fall wäre es gar keine richtige Mischung. Und also bleibt im Grunde genommen fast nur das hier unten wirklich übrig. Und das sind, und mehr soll hier auch nicht gemacht werden, das sind einfach nur die verschiedenen Möglichkeiten, wenn es darum geht, mischt sich irgendwas, kommt es aus einem Reservoir. Man muss dabei immer dazu denken, was meint man genau mit Mischung, was meint man genau mit einem Reservoir. Und dabei soll dieses Bild helfen, sollte man dabei im Hinterkopf behalten.